Hallo und herzlich willkommen zu den Winterdeaflympics in der Türkei, Erzurum. Das deutsche Team ist aus unterschiedlichen Städten erst nach Istanbul und dann nach Erzurum geflogen und hat sich während der Reise, aber auch bei der Ankunft mit unterschiedlichen Ländern austauschen können. Nachdem wir die Koffer eingesammelt und in den Bus gebracht haben, ging es mit dem Bus zum Hotel. Dort wartete ein Buffet auf uns. Gut angekommen und gestärkt starteten wir in den nächsten Tag. Zuerst ging es zur Akkreditierung. Einige Sportlerinnen mussten zum Audiogramm und den restlichen Tag nutzten wir zum Ankommen, Besprechungen und zum Akklimatisieren. Gestern fand das erste Spiel der Futsal-Damen statt. Im Eröffnungsspiel spielten wir gegen die Türkei. Das Spiel wurde live im Fernsehen übertragen und auch live gestreamt. Das Spiel begann etwas holprig. Beide Mannschaften tasteten sich erstmal ab, bis dann Deutschland das erste Tor erzielte. Das Spiel war danach trotzdem noch zäh, bis die Türkinnen etwas nachließen und Deutschland auch das zweite Tor erzielen konnte. Daraufhin fielen das dritte und das vierte Tor über Konter. Dennoch blieb das Spiel spannend und es ging mit 4:0 in die Halbzeit. Auf den Rängen waren Fans der deutschen, aber auch der türkischen Mannschaft und feuerten ihr Team an. Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, etwas holprig. Auffällig war, dass die deutschen Spielerinnen fit waren und bei den Türkinnen nach und nach die Kräfte schwanden. Überraschenderweise verkürzte die Türkei auf 4:1. Die deutsche Mannschaft ließ sich aber nicht davon beirren, blieb mental stark und erhöhte auf 5, 6, 7 und schlussendlich dann 8:1. Somit schlugen wir die Türkinnen 8:1 und die Stimmung in der Mannschaft ist dementsprechend ausgelassen. Der heutige Tag wurde zum Trainieren genutzt. Heute Abend wartet dann die Eröffnungsfeier auf uns. Morgen geht es weiter mit Schach und Ski, die ihre ersten Wettkämpfe haben und das zweite Spiel unserer Futsal-Damen gegen Polen. Wie sich der Tag gestaltet, werdet ihr in den nächsten Videos sehen. Bis dann, tschüss.